Und damit herzlich willkommen. Oh, wir fangen mit ganz anderen Waffen an. Zu Let's Battle Battlefield 4. Und wir spielen Waffenspiel auf unserer Lieblingsmap Shanghai. Belagerung von Shanghai. Waffenspiel. Und wir sehen, es sind ganz unterschiedliche Waffen. Anscheinend. Am Anfang ist das mal keine Pistole, sondern gleich ein Sturmgewehr. Was ich übrigens noch gar nicht gespielt habe. Die A war. Irgendwas war das. Ich habe keine Ahnung. A. Na, wir werden es ja gleich sehen. So, und ich habe jetzt auch mal meine Lautstärke ein bisschen runter von mir selbst gemacht. Und weil ich habe gemerkt, man hört meinen Controller sehr, sehr oft, wenn ich rennen will und alles. Und das möchte ich. Ja. Mensch, sind wir knapp am ersten vorbeigehuscht. Ist auch egal. Ich möchte einfach nicht mehr, dass man das Klacken so laut hört. Das kommt ein bisschen, ich würde nicht sagen unprofessionell, aber irgendwie doch. Und ich will jetzt auch nicht der Professionellste sein. Ich möchte einfach nur, dass ihr Spaß an den Videos habt und dass ihr, ja, dass es euch gefällt. Oh, die UMP9. Oh, dafür brauche ich Kills mit beliebigen Karabiner. Anscheinend habe ich gerade, war das ein Karabiner. Interessant. Und Repair Tool Ribbons brauche ich. Dann kriege ich die UMP9. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Ich liebe die UMP. Also die normale UMP 45, die habe ich natürlich schon, ist meine absolute Lieblingswaffe eigentlich schon beinahe. In dem Spiel hier eigentlich nicht. Da mag ich am meisten die AK-12. Die Ska-H und die AN. Das sind so meine Favorites, aber ich habe auch noch nicht alle Waffen gespielt, das wisst ihr ja. Und ich wusste auch gerade gar nicht, ob die jetzt vollautomatisch war oder nicht. Ich bin gespannt, welche Map jetzt kommt, ob das dieselbe ist. Nee, Langschandamm. Oh, hatten wir auch nur einmal. Und jetzt auf Waffenmeister. Ob es wieder andere Waffen gibt? Wäre auf jeden Fall cool. Weil das hat leider COD nicht, dass die Waffen immer gleich sind. Das ist ein bisschen doof. Aber okay. COD ist auch ein bisschen was anderes. Und wir starten hier mit der A91. Nein, ist genau dasselbe. A91. Die A91. Und sie ist vollautomatisch. Okay, kann man das ändern? Ja, zu Einzelschuss, aha. Also drei Schuss hat die Waffe überhaupt nicht. Das ist nämlich das Erste, was ich dachte, dass sie drei Schuss hat. Ja, man merkt. Ich nehme mal hier. Ach so, ich kann ja gar keine Hilfe geben. Gar keine Heilung. Die Sau, ey. Ah, die hat einen Kompensator und einen Kurzgriff. Interessant. Kann man noch eigentlich Granaten werfen? Ich glaube schon, ne? Ich guck gleich mal nach. Auf Waffenmeister ist das ein bisschen schwer. Aber nein, kann man nicht. Das ist Asi. Vergiss es, nicht nochmal. Der Michael. Jawohl, nächste Waffe. Ich sitz hier fest. Puh, ich muss mal kurz warten. Oh, was ist das denn? Auf jeden Fall ist das dicke Baby hier vollautomatisch. Das gefällt mir. Ja, wo sind sie denn alle? Okay, ich sehe gerade keinen. Verarschen? Wo sind die denn? Okay, Moment. Uno momento, sino habanera. Oh, fuck, 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 fuck. Ich lade erstmal nach. Oh, Hilfe zählt als Kill. Nice. Die Waffe ist cool. Der hat mit den ACOG irgendwas Besonderes an sich. Jawohl. Oh, ist das eine Schrotflinte? Nee, ist es nicht. Oh, das ist die AK. Nee, das ist die AN. Ah, interessant. Die gute AN.
Das erkenne ich an das komische Visier hinten dran und weil es aussieht wie eine Schrotflinte. Bäm, weg die Sau. Der Michael mal wieder. Der hat mal gerade eben schon gekillt. Wow. Der hat auch die einen. Herzlichen Glückwunsch. Belovoluf. Du geiler Stecher. Jetzt werde ich dich erschießen. Kannst mir glauben. Jetzt gibt's Rache. Jetzt gibt's Rache. Oh, da sind ganz viele. Ach, leck mich doch. Nein! Ach, Mann! Der hatte noch 9 Gesundheit. Tötet ihn! Tötet ihn! Der wartet da, der Penner. Tötet ihn! Tötet ihn doch! Das gibt's doch nicht! 2 Gesundheit! Echt jetzt? Das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz. Ey, ich hab nicht einmal getroffen, die AN, ey, ne? Komm, töte den doch! Töte den! Bitte! Toll, der ist tot, aber es hat mir nichts gebracht. Super. Wahrscheinlich, weil ich noch im Respawn-Modus war. Na, egal. Egal, es gibt noch genug. Oh. Ja, ist klar. Das ist ein Witz, ist das, ey. Das ist echt ein Witz. Aber egal. Ich will gerne mal wissen, wo die meisten sind. Ich glaube, die sind alle bei der AN. Oh, die meisten bei der N und bei der nächsten schon. Und einer ist sogar schon bei der 5. Waffe. Ja, okay, was heißt sogar? Das ist auch eigentlich gar nicht so schwer, wenn man treffen kann. Jawohl, so wie ich jetzt hier. Alter! Mit einer Pistole, ja, nee, ist klar, ey. LOL, das ist die Desert Eagle. Alter, das ist die Desert Eagle, das wusste ich gar nicht. Nice one. Übrigens sehr, sehr geile Pistole. Und sehr, sehr stark. Ich glaube nicht so stark wie die Magnum, aber auf jeden Fall ein harter Konkurrent für die Magnum. Die Magnum hat natürlich noch was Stilisches. Was Stylisches. Bam, nächste Waffe. Geil. Ist das ein Sniper? Oh nein, wirklich jetzt ein Sniper? Oh, damit kann ich gar nicht. Da war doch gerade bestimmt einer. Toll, jetzt sind die meisten jetzt schon bei der Waffe. Echt jetzt? Ah, toll. Boah, ist das zum Kotzen. Da ist der Michael. Ach, der ist Level 3 erst. Oh. Ja, dann herzlich willkommen bei Battlefield. Das habe ich früher auch immer gesagt, wenn jemand noch Low-Level war. Okay, ich bin mit 60 eigentlich quasi am 11. An der Hälfte des Levels oder noch nicht mal. Ja, aber wenn jemand Level 3 bis 5 so ist. Bei Level 10 sage ich das nicht mehr, aber so Level 3 bis 5, 0 bis 5. Ja, bei Level 0 gibt es auch bei Battlefield. Wow. Von da hinten, weißt du? Es hätte der da unten sein können. Es hätte der neben mir sein können. Nein, es ist der da oben, der Ninja. Ja, der hat den Namen wirklich sehr verdient. Der Ninja. Oh Mann, das gibt's ja gar nicht. Jetzt sind noch 2 Leute mit mir bei dieser Waffe. Echt jetzt? Leute, er ist noch bei der ersten. Und ich habe den auch anscheinend schon 2-mal gekillt. Also ist er ganz schön schlecht. Und ich habe den jetzt auch noch einen Punkt gegeben. Das ist noch schlechter. Oder er wurde halt oft gemessert. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil jeder möchte ja weiterkommen und nicht zurücksitzen. Da war doch gerade einer, oder? Was? Wow. Level 8. Ah, Level 8 ist nicht mehr willkommen bei Battlefield. Da hat er schon echt lange gespielt. Level 3 dauert eigentlich auch schon, weil das Leveln dauert schon von Anfang an ein wenig. Also das geht nicht so schnell wie bei COD, dass man in einer Runde 7 Level schaffen kann und dann Big Surprise und so. Was? Komm, töte ihn! Töte ihn! Jawohl, Hilfe zählt als Kill. Geil. Jetzt bin ich bei der nächsten Waffe. Müsste ich eigentlich sein, das wäre nur gerecht. Na? Jawohl, die M249. Ein MG. Okay. Habe ich vermerkt.
Lol, ich habe ihn getroffen. Auch wenn der jetzt noch stirbt, ne? Dachte der Michael. Der gute Michael, der ist mal bei der QBU. War eigentlich eine sehr schicke Waffe, die QBU. Ich mag halt Einschusswaffen auch. Nur halt bei sowas wie, wenn man eine AK jetzt auf Einschuss spielt, das ist für mich keine AK. Aber jetzt sowas wie eine Pfahl, die man auf Einschuss spielt, sowas mag ich total. Hä? Wow, ich dachte, der hätte sich die ganze Zeit nur hingelegt. Wo ist der denn schon? Die Saiga 12K. Oder 12K. Die Saiga halt. Ah, ich glaube, das ist die nächste oder die übernächste sogar schon. Oh, da hinten war einer. Na, okay, gut, egal. So. Na, wo seid ihr? Mann, das gibt's ja nicht. Ich hab den kein Stück getroffen. Gar nichts. Wow, bin ich schlecht. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Oh Mann, ey. Nee. Und ich spiele übrigens wieder abends. Ja. Ich habe heute meiner Freundin geholfen. Ach, fuck, ey. QBZ. Alter, wo ist der denn, der Karim? Der ist echt verdammt weit. Ich habe heute meiner Freundin geholfen, Schränke aufzubauen. Also ein bisschen jedenfalls. War halt nur so 2 Stunden da. Weil ich muss ja morgen wieder früh raus. Nee, den schenke ich keinen Kill. Ganz im Ernst. Nee, Quatsch, das brauche ich jetzt auch nicht. Ich habe keinen Bock, von so einem Penner von weit hinten gekillt zu werden, ehrlich gesagt. Okay, ich sollte... Ach, okay, Hilfe. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Mal so schmulen. Dum, 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 dum. Ich mach den jetzt platt, pass auf. Wow, wirklich, da ist der. Ich sag ganz schön oft wow in der Folge, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gesund ist, dass ich so oft wow sage. Das sage ich sonst nie. Ah, die Saiga ist die nächste Waffe. Alter, ich wollte gerade erstens schon wieder wow sagen. Und zweitens, wie viele doch schon weit sind. Das ist ein fucking Witz. Michael, du bist mir langsam unsympa... Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Aber der ist auch da, wo ich bin. Und der ist Level 3, ey. Der ist besser als ich. Okay, es kann natürlich sein, dass er heute von Level 0 bis Level 3 gespielt hat und somit mehr Eingewöhnung und somit mehr Skill hat. Bei mir ist nämlich Skill nicht... Also doch auch anlernbar, klar. Aber halt nur in gewissen Maßen. Bei mir ist Skill wirklich teilweise auch musikabhängig. Jedenfalls bei Shootern. Bei anderen Spielen wie zum Beispiel Teso oder so. Okay, da braucht man kein Skill. Eigentlich. Also bei Teso braucht man kein Skill, wirklich. Aber bei so anderen Spielen, wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Jump-Spiele, also Jump'n'Runs, da ist Skill bei mir... oh Gott. Hä? Ein Gesundheit! Oh, ich wollte gerade sagen, wenn du nicht in, einer aus meinem Team bist, ne, dann fresse ich, keine Ahnung, die Waffe auf. Ein Glück darf ich... Ein Glück muss ich die nicht auffressen. Das wäre nämlich ein ganz schön dicke Ding im Mund gewesen, ey. Ganz schön dick. Ihr seht's ja. Und ich laber wieder nur Scheiße. Und für die, die es nicht gewohnt sind... Ja, nee, ist klar. Warum nicht? Ist klar, der ist wahrscheinlich im Container und fappt sich mit seiner Waffe ein und der rutscht erstmal die Treppe runter. Interessant. Und der killt mich einfach mal von der Seite. Ich wurde noch nie in einem Spiel von der Seite gekillt, außer hier. Gerade, das ist der Wahnsinn. Wie oft ich hier von der Seite gekillt werde. Und du killst mir den Clown nicht. Du... Was? Du klaust mir den Kill nicht. Jawohl. Was habe ich denn da jetzt? Ach, die Saiga war das ja, ne? Die Saiga 12K. Habe ich auch noch nie gespielt. Ich glaube, das ist ein Schrotflinte. Eine Schrotflinte. Und guck mal, der ist noch bei der dritten oder vierten Waffe.
Die ist ganz schön geil. Die ist ganz schön geil. Und ich habe keine Muni mehr. Ist das nicht... Oh, ich habe unendlich Muni. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Heute haben wir unendlich Muni. Wo sind die ganzen Lutschis? Du, komm hier mal her, Kumpel. Ich werde dich platt machen. Ey, komm, das war ein Headshot. Willst du mich jetzt verarschen? Das war ein Headshot. Ich wollte gerade sagen, wenn du den nicht tötest. Sascha, dann weiß ich auch nicht. Ah, jetzt habe ich diesen Type-Verschnitt. Die Type 25. Hi. Hat er gerade eine Granate nach mir geworfen? Okay, Hilfe. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Könnt ihr doch nicht machen mit mir, Freunde. Könnt ihr mich doch nicht so erschrecken. Dann falle ich ja noch tot um. Also, ich falle um und bin tot. Das meine ich. Wo kommt Zeiger 12K Ronnie Pickering her? Wo kam der jetzt her, bitte? Ein Spieler, das... Was? Wow. Respekt. Und schon wieder habe ich wow gesagt. Aber ist mir scheißegal. Was ist denn das letzte Level eigentlich? Wahrscheinlich sowas wie Granat oder so. Sowas gibt es bestimmt auch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, worauf ich geschossen habe. Und der ist irgendwie doch nicht tot. Das letzte Level. Respekt. Respekt. Das in der Zeit. Bei doch so vielen Noobs. Da war einer und der hat den verteidigt mit der scheiß Diegel. Du bist Level 4 oder 3, du Idiot, und du hast den verteidigt. Egal. Ach, die QBZ haben wir ja. Das ist der Teilverschnitt, ja. Leg dich nicht mit mir an. Oh. Das hat er sich auch gerade gesagt. Die Unica 6. Die habe ich auch einmal gespielt, glaube ich. Aber dann nie wieder. Die Unica ist hier nicht mal. 1, 2, 3. Alter, die ist bestimmt eine der letzten. Klar, ich glaube, das ist sogar die vorletzte. Da. Ey, wirklich, Barriero. Musst du mich immer aufhalten? Ich hab dir nichts getan. Ich hab dich zweimal getötet und du mich sechsmal. Ja, Nismo hat gewonnen. Aber ich bin Neunter. Naja, immerhin. Alter, Level 18 hat er erreicht. Krass. Nicht schlecht. Gibt aber gar nicht mal so wenig Punkte dafür, dass man auch alles mal durchlevelt. Ihr seht es ja. Leichte MGs, Schrotflinten, Scharfschützengewehre und sogar Pistolen levelt man ganz gut. Also ich glaube, in der nächsten Runde nochmal Waffenmeisters Quatsch. Ihr wollt ja auch mal anderes sehen. Ich glaube, in der nächsten Folge gibt es Vernichtung. Darauf habe ich gerade ein bisschen Bock. Wird doch das letzte sein, was ich aufnehme. Weil dann muss ich leider wieder ins Bett. Schade eigentlich. Aber okay, gut. Kann man nichts machen. Ist halt nun mal so. Also, bis zur nächsten Folge von Let's Battle Battlefield 4, wenn wir Vernichtung spielen. Und ich hoffe mal auf einer China Rising Map. Nee, Second Assault wollten wir. Second Assault, genau. Also haut rein und ciao.